Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Carrier Deck. Wir machen heute das Mittelmeer komplett sicher. Okay, also wir sollen unsere amphibisch gelandeten Truppen versorgen und unterstützen. Wir wissen nicht, worum es geht, aber wir bekommen wieder Chinox. Yay! Und die nehmen uns natürlich unsere wertvollen, echt limitierten Helikopterlandeplätze weg. Finde ich immer nicht so gut. So, was haben wir denn? Wir haben fast gar nichts. Nee, fast gar nichts. Stimmt überhaupt nicht. So, darum können wir uns schon mal kümmern. Ah, da drüben passt auch noch einer mit drauf. Na, herrlich. Good to go. Was? Wer? Wann? Wo? Ah, hier, Flugzeug, alles klar. Hawk 370, Mission Prep. Goose 552, Mission Prep. Hawk 370, good to go. Launch when ready. Ah, die Post. Ja, vielleicht ein Supporter hier, irgendwas, keine Ahnung. Und da kommt der Posthelikopter. Posthelikopter, echt jetzt? Passt mir gerade mittelgut ins Konzept. Ja, komm mal runter hier. Ich parke mir nach da drüben um. So, okay, Unterdeck ist alles klar. So, Räumernacht da drüben. Ja, wo am besten, ihr kommt euch alle in den Weg. So, komm mal hierher. Du rollst nach da hinten durch. Hostile aircraft detected. Ja, sehr gut. Goose 552, full military power. Ach, hier die Startbahn ist zu kurz, glaube ich, ne? Go, 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 go! So, ist die hier lang genug für dich? Okay, das war alles ganz schön knapp schon wieder. Bisschen zu knapp. Angel 736 in queue for landing. Yankee 244, mission initiated. Harper 723, ready for landing. Okay, was macht der Chinook hier? Achso, ja, da ist auch ein Posthelikopter. Okay, irgendwie muss ich hier gerade irgendwas loswerden. Zum Beispiel diesen Chinook einfach mal nach hier. Damit ich den hier landen lassen kann. Ist auch noch nicht aufgebrannt.
Good to go. Leute. Ein Durcheinander hier gerade. Good to go. Mission initiated. Cobra 746 in queue for landing. Okay. Good to go. Hawk 370 inbound to landing. So, also hier geht es jetzt darum, irgendwie den Helikopterverkehr ein bisschen über die Landebahn zu lenken, ohne es hier zu Zusammenstößen kommen zu lassen. Und hier geht es echt ab gerade. Was ist da los, frage ich mich. Wie macht man das? Vor allem, weil meine Chinooks halt gerade alle echt weg sind. Falcon 610, mission ready. Viper 73, clear for launch. Good hunting. We're going to have 76, I'm going to land. 6357, request range. Hostile submarine detected. Ach klar, was sonst? So, dann mach du dich mal hier weg gerade. Viper 73, clear for launch. Good hunting. Good to go. Lynx 557, mission initiated. Good to go. Noch einer? Ah, ich habe zu wenige davon. Ernsthaft? Besonders weil der kaputt ist. Das ist eher ungünstig gerade. Und ungünstig meine ich echt ungünstig. So, geh du mal weg. Du kommst hierher. Ach, das war echt knapp gerade. So, kommt runter hier. Ich brauche euch jetzt sofort. So, repariert das Ding schneller, Leute. Wie viele sind denn das hier? Und ich habe nur drei Chinooks, die hier heftig rotieren. Der ist auch kaputt. Ich krieg die Katze. Repariert ihr das Ding auch oder steht es da jetzt nur rum und bis Deko? Ach, jetzt wird es endlich mal repariert. Ne, ich glaube, ich krieg gleich einen richtig üblen Treffer ab. Ich habe noch keinen Plan, wie man das vernünftig hinkriegen soll. Ganz genau. Ja, und jetzt passiert das Ganze nämlich gleich nochmal.
weil meine Chinooks hier alle kaputt gehen. So, den kriege ich auch nicht mehr hoch rechtzeitig. Das werde ich wohl nochmal machen müssen. Am besten, wir machen das jetzt gleich nochmal, oder? Und dann müssen wir halt den Chinooks wirklich Priorität hier einräumen. Ja, ich mache das einfach nochmal. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal schön, würde ich sagen. Jetzt mal alles runterfahren lassen. Hier, die machen wir schon mal bereit. So, und dann werden wir mal sehen, dass wir hier alles einigermaßen geschickt verladen. So, eins ist fertig. Zwei ist fertig. Vier ist fertig, drei ist fertig, sehr schön. So, hier werden wir gleich ein bisschen Luftabwehr bereitstellen. So, du kommst hier rüber. Hier machen wir zwei auf Schiffe. Ich weiß gar nicht, ob ich die brauche unbedingt. So, und dann müssen wir gleich ein bisschen jonglieren, denke ich. Weil es ja am Anfang doch ein klein Tick voll ist. Auf meinem wunderbaren Flugdeck. So, Leute, macht euch mal bereit hier. So, da kommt nämlich schon unser Postflugzeug. Das würde ich hier total gerne landen. Das hier auch ein bisschen marschieren lassen. So, das tanken wir gleich auf, damit es nicht im Weg steht. Und damit die Mission uns hier halt nicht blockiert. Und ich denke, ich werde diesen Chinook einfach dreisterweise gleich behalten. So, du musst hier mal aus dem Weg fahren. Du kommst hier hin. Und bevor ich hier nämlich dieses Flugzeug abfangen kann, muss ich erstmal hier jemanden rausschicken. So, hier mal auftanken bitte. Du kannst landen, du kannst starten. Den Aufzug kann ich da mal runterfahren lassen. Puh, okay. Gerade ist einigermaßen gechillt. Ich sage einigermaßen, meine ich nicht wirklich. Hier warten wir noch auf das zweite Fahrzeug. Schon wieder. Oh, da kommt noch ein Heli rein. Scheiße, den hatte ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Fangen wir mal nach
da drüben. Du kannst hier stehen bleiben, meinetwegen. So, einmal bitte dort hinten parken. Dann können wir nämlich auch dieses wunderbare Flugzeug gleich hier runter stürzen lassen. Okay, startet durch. Kein Problem. Kleines Übelchen. So, du kannst landen. Oha. Jo, komm hier rüber. So, du fährst einmal hier rauf. Los geht's. Du kommst hier drauf. Man muss gleich noch eine U-Boot-Patrouille irgendwie einschieben. Und auch das noch. Wird er da schon angeflogen oder nicht? Der Batterie? Ich befürchte ja beinahe nicht. Dann muss man das noch erledigen. So, und wahrscheinlich muss ich mich auch gleich noch um eine Luftpatrouille kümmern. Schon. Das ist natürlich alles andere als gut. Aber was soll man machen? So, da muss ich hier noch mal ein bisschen rangieren. Ja, das war so klar. Es war ja so klar. Nein! Scheiße! Das war natürlich komplett falsch. Aber sowas von falsch. Jetzt habe ich nämlich wieder einen weniger hier. Und der war auch noch intakt. Scheiße. So, komm schnell runter hier. Haben wir das hier auch noch in die Tür. So, komm rüber. Du kommst hier hin. Hier machen wir gerade mal noch eine Mission fertig. Ja, vielleicht bewaffnen wir das Ding hier auch mal zwischendurch, einfach nur weil es Spaß macht. Oh, oh, oh. Na, jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen eng hier. Weil ich es verkackt habe, einfach. Ich habe da zu früh auf den Knopf gedrückt. Cobra 703, Mission Prep.
Und habe jetzt den Posthelikopter halt weggeschickt. Dragonfly 479er, inbound to landing. Angel 842, mission ready. Cobra 703, full note to go. So, weg mit dir. Das könnte schon unser letztes Ziel sein, weiß ich nicht. Ach, das war knapp, das war knapp. Das war wirklich unser letztes Ziel. So, jetzt heißt es hier nur noch geschickt parken. Und alles ist cool. Hoffe ich. So, ein Chino kommt noch rein. Oh shit. Eine Rettungsmission müssen wir noch starten hier. Lass es hier noch aufsteigen? Nein, natürlich nicht. Der brennt auch. Und noch einer abgestürzt. Yo shit. Okay, ich hoffe, das schlägt sich nicht auf die Sternewertung aus. Ich meine, der Flugzeugträger wurde immerhin nicht getroffen. Das ist doch auch toll, oder? So, dann schicken wir hier mal alle los. Ja, geil. Abgestürzt einfach. So, park dich mal hier um. Spiel dich mal ein bisschen vor. So, und das ist es jetzt. Alles klar. Wir sind geparkt. Wir sind durch. Und so bekommt man ja 5 Sterne. Ja, wenn ich nicht den einen Chinook da weggeschickt hätte, wäre es auch nicht so ganz knapp geworden. Wäre schöner gewesen. Aber jo, man kann nicht alles haben. Das war's also für heute. Beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um den arktischen Ozean, das arktische Meer. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Tschaußen.